Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Heute geht es um Victoria, in dem eine Spanierin namens Victoria in kriminelle Machenschaften hineingezogen wird. Wie ich den Film fand, seht ihr nach dem Trailer. Victoria. My name is Sonny. Nice to meet you. That's Boxer. And that's Blinker. You're Berlin guys then. I show you our world. Are you stealing? You touch my ass. Say sorry. With a heart. Sorry. I have to do Boxer a favor. It's something bad to do? Boxer! The car is not going on! The car is not going on! I want to go with you. Was ist das für eine Scheiße? Spricht kein Deutsch? Bad guy, okay? Mann! Boxer, was ist das für eine Scheiße, Mann? Hey, ruf auf, hey, ruf auf. Nobody talks in Germany in the elevator. It's forbidden. I'm gonna break the rules. I'm gonna break the rules. I'm glad to be here in Berlin. Victoria startete am 11. Juni 2015 in den deutschen Kinos, ist ab 12 Jahren freigegeben, gibt 134 Minuten und ist ein Film von Sebastian Schipper, der die Geschichte erzählt von Victoria. Sie kommt aus Spanien, möchte ein eigenes Café eröffnen, beziehungsweise hat ein eigenes Café eröffnet in Berlin und ist nachts in einem Club und trifft dort dann auf vier kuriose Gestalten namens Sonne, Boxer, Blinker, Fuß, gespielt von Frederik Lau, Franz Rogowski, Burak Yigit und Max Mauf. Und mit denen freundet sie sich an, doch schnell muss sie feststellen, dass diese nichts Gutes im Schilde führen und sie wird in korrupte und kriminelle Machenschaften mit reingezogen, ohne dass sie das eigentlich möchte. Mehr erzähle ich nicht, der Film ist auf Netflix für alle, die den Film sehen möchten und er ist mit das intensivste, spannendste und bestgemachteste, was ich seit Jahren gesehen habe. Und einer der besten deutschen Filme aller Zeiten. Dass der Film nicht nominiert wurde für den besten fremdsprachigen Film bei den Oscars, ist eine Beleidigung, dass Deutschland den nicht mal eingereicht hat, noch viel mehr. Denn Victoria hat alles, was einen perfekten Film ausmacht. Er ist unangenehm spannend, der Film hat eine sensationelle Aura, ist elektrisierend, ist hypnotisierend, von der ersten bis zur letzten Minute. Er wird immer spannender, immer kompromissloser, immer härter, und immer packender, je länger er geht. Das ganze Finale ist so extrem spannend, dass es einen in den Sitz drückt. Dass es kann nicht spannender sein. Ein Film aus Deutschland habe ich noch nie gesehen, der so spannend ist und einen so an den Sitz fesselt wie Victoria. Zudem ist der Film ohne Schnitte gedreht. Also er ist eine komplette Plansequenz, 134 Minuten ohne Schnitt, eine ganze Nacht lang quasi. Und sowas habe ich auch in meinem Leben noch nicht gesehen. Man hat natürlich so einen Film wie Birdman, der mit unsichtbaren Schnitts gemacht wurde. Ich glaube, da gibt es 5 oder 6 Schnitts im gesamten Film. Der hier ist komplett ohne. Und das hat eine ganz eigene Wirkung. Man fühlt sich, als wäre man wirklich dabei, als würde man mit denen den ganzen Abend erleben. Und nicht wie ein richtiger Film, sondern wirklich, als wäre man Teil dieser Gruppe. Und es saugt einen mehr hinein. Man kann eher Sachen verstehen. Man hat...
mehr Möglichkeiten, die Charaktere mehr kennenzulernen und mehr Sympathie zu ihnen empfinden, auch wenn sie vielleicht nichts Positives tun. Und es ist so sensationell, wie der Film geschrieben, inszeniert und gemacht ist. Hier hätte auch eine Oscar-Nominierung für die beste Regie stattfinden müssen eigentlich, weil was Sebastian Schipper hier auf die Leinwand bringt, ist Filme machen par excellence. Das kann nicht jeder und ich erinnere mich nicht an einen Film, der wirklich einen kompletten One-Take ist, ohne dass man wirklich irgendwie unsichtbare Schnitte anwendet. Das erinnere ich mich nicht dran, dass das wirklich gibt. Und da nehme ich auch einen Birdman raus, der das halt nicht ist, weil er hat halt Schnitte. Und ihr hätte definitiv eine Oscar-Nominierung für die beste Regie stattfinden müssen. Für den besten fremdsprachigen Film hätte stattfinden müssen. Wahrscheinlich auch für den besten Film. Denn der Film ist einfach sagenhaft. Er hat eine Spannung, die sich nicht leugnen lässt. Er hat fantastische Dialoge, großartig geschriebene und ausgearbeitete Charaktere. Eine sympathische Hauptprotagonistin, die der emotionale Anker für den Zuschauer ist, mit der wir alles erleben, die uns leid tut, mit der wir durch die Hölle gehen, wortwörtlich. Und es kann nicht besser sein. Victoria ist einer der besten deutschen Filme, die je gemacht wurden. Und es ist eine Schande, dass er nirgendwo irgendwie international wirklich Anklang gefunden hat. Von mir kriegt der Film nicht weniger als 10 von 10 möglichen Punkten. Das hat er verdient, er ist sensationell, sollte jeder gesehen haben. Wer den nicht geguckt hat, er ist auf Netflix. Großartiges Meisterwerk. Wie fandet ihr den Film? Schreibt mir in die Kommentare oder wenn ihr noch nicht gesehen habt, was erwartet ihr von dem Film? Schreibt es mir auch rein, ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Weiterschauen.